Läuft? Ja. Gut. Hallo Leute. Ja, nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Video. Heute wird es ein bisschen größer als die letzten. Und zum Thema Wallets. Ich war mal wieder fleißig unterwegs bei Amazon. Meine Maßgabe diesmal war eine ganz spezielle Suche, nämlich Slim Wallet. Das heißt, möglichst flach. Mit möglichst viel Stauraum. Und der zweite Aspekt war, die einzelnen Wallets sollten jeweils nicht mehr als 10 € kosten. Und ich bin da auf so viele Wallets gestoßen, zu einem so niedrigen Preis, die fingen zum Teil ab 1 Cent an. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt auch vielleicht doch etwas. Ja, muss nicht sein. Ich habe mir mal 3 Stück rausgesucht, die meinen Ansprüchen genügen sollten. Also ich habe einige Karten, die ich jeden Tag brauche, die ich jeden Tag bei mir habe. Ich möchte Banknoten mitnehmen, meine Münzen, das kennt ihr aus einem älteren Video, verstaue ich ja in einem separaten Geldsäckchen. Das hat auch einen sehr guten Grund, weil Münzen in einem Wallet doch, ja, sehr dick auftragen, wenn man entsprechend viel davon hat. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe 3 Exemplare gefunden für unter 10 € und diese bestellt. Die kamen auch sehr zügig. Ab und zu muss ich drüber streichen, sonst wird der Bildschirm schwarz. Ich brauche nämlich gleich noch ein paar Infos, die ich euch geben will. Ja, und hier liegen sie. Der eine oder andere kennt den Schnitt, die Machart dieser Wallets, dieser Geldbörsen, dieser Kartenhalter. Es werden hier immer mehr Stimmen laut, es seien keine richtigen Geldbörsen, weil da eben das Münzfach fehlt und, tralala und hopsasa. Aber das soll uns heute mal egal sein. Fangen wir mal an mit diesem. Also, ich muss dazu sagen, alle drei Wallets bestehen aus sogenanntem PU-Leder. Das heißt, man verwendet ein Spaltleder, das jetzt nicht ganz so teuer ist, und beschichtet das mit Polyurethan. Für alle, die in den 80er Jahren groß geworden sind und zur Turnschuhfraktion gehörten, erinnern sich noch an Polyurethan, diese Kappen bei den zum Beispiel Adidas Trophy. Ja, müsste jetzt jeder sagen, hey, habe ich auch getragen. Ich glaube, jeder hatte davon 5 Paar im Schuhschrank. Sorry, etwas erkältet. Ja, wie gesagt, Polyurethan wird in einer dünnen Schicht auf diese Spaltleder aufgetragen. Hat 2 Vorteile. Dieses Spaltleder ist flexibel, aber auch so flexibel, dass es wie Überlastung einreißt. Das Polyurethan verstärkt das Leder und sorgt dafür, dass auch kein Wasser ins Leder eindringt. Ist also zum einen ein optisches Finish, ja, also es entsteht ein schöner Glanz. Das andere ist die Haltbarkeit und man kann ein nicht so teures Leder zu etwas sehr Hochwertigem verarbeiten. So, fangen wir mal an mit diesem Wallet, verkauft durch die Firma Ulama. Also alle drei kommen aus China, muss ich auch dazu sagen. Wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet. Vorweg, keins von denen hat irgendwelche chemischen Ausdünstungen, fühlt sich nicht irgendwie merkwürdig pappig an. Ein ganz unterschwelliger Ledergeruch ist wahrnehmbar. Finde ich persönlich nicht unangenehm. Zeigt also, dass da echtes Leder im Spiel ist. Sehr wichtig. Ja. Okay, machen wir einfach mal hier mit dem schönen Kartenhalter namens Kubuntu in Kakaobraun weiter. Jo, es ist eine Form, die man schon kennt. Also andere Hersteller, andere Händler vertreiben auch ähnliche Formen. Manche mit einem Fach, mit 2 Fächern auf jeder Seite. Mal mit dieser Klapplasche, mal ohne. Es ist ein leicht genarbtes Leder. Der Umfang der Karten ist
gut erkennbar. Also ist fast 1, 2, 3, 4, 5, ein Sichtfach 6. Den mal rausnehmen. 7, 8, 9 normale Standardkarten, was mehr als ausreichend ist. Wie man sieht, dieses Fach oder diese Lasche ist genau auf Kartenbreite zugeschnitten. Das eigentliche Wallet ist ein Stück breiter, macht es in dem Sinne nicht unhandlich, nimmt allerdings mehr Platz weg als Wallets, die tatsächlich nur auf eine Kartengröße zugeschnitten sind. Der Vorteil hierbei, es passt auch ein Personalausweis rein. Der alte, der große. Ja, man sollte ihn allerdings nicht ins obere Fach, wie ich gerade, stecken, weil diese Kartenfächer sind tatsächlich auf diese EC-Karten zugeschnitten. Das heißt, die rutschen also nicht ins Unendliche runter, sondern bleiben schön an Ort und Stelle, also auch im obersten Fach. Im mittleren rutscht ein bisschen runter, ja gut, okay. Da hatte ich nämlich auch eben den Ausweis drin. Jetzt kriege ich die Karte nicht raus. Augenblick. Doch, da kommt sie. Also es hakt noch ein bisschen beim Rausziehen der Karten, weil wie gesagt, die Dinger hier sind sehr neu. Das ist übrigens das einzige der dreien, die ich noch nicht im Gebrauch hatte, weil ich mir gedacht habe, also ein Unboxing ist bei einer Ware, die jetzt wirklich nur in dieser Plastikhülle kommt, ohne Karton, ohne alles, sehr uninteressant. Und ihr seht ja dann auch nur die Ware, die frisch ausgepackt ist. Macht die Sache zwar auf der einen Seite ein bisschen erklärbar, auf der anderen Seite kann ich natürlich nichts darüber sagen, habe ich schon irgendwelche Vor- oder Nachteile entdeckt. Ich kann euch dann nur die frisch ausgepackte Ware zeigen. Und diesmal habe ich mir gedacht, nein, machen wir mal anders. Ich hatte diese beiden hier bereits im täglichen Gebrauch und kann darüber schon sehr viel aussagen. Bei diesem Wallet ist es eben so, es ist ausgepackt, begutachtet, für gut befunden, weil auch mit, man muss jetzt überlegen, ich habe jetzt drin 2, 5, 8 Karten und wir kommen hier auf eine Gesamtdicke, ich habe nachgemessen, von rund 2 cm. Das ist erstaunlich, weil wenn man eine normale Geldbörse nimmt, ich habe jetzt meine schon wieder weggetan, die ist im leeren Zustand knapp dreimal so dick. Wenn jetzt die Karten drin sind, Kleingeld drin und, dann hat man natürlich einen Klotz irgendwo in der Tasche, also Fronttasche geht gar nicht, Hemdtasche, so groß gibt es keine Hemdtasche und da würde das Hemd auch nicht mehr gerade sitzen, dann würde man irgendwo ja leicht schlaganfallgefährdet aussehen. Was dieses Portemonnaie auszeichnet, ist natürlich auch dieses Mittelfach, also der Reißverschluss ist hochwertig, wie auch das ganze Wallet, dieses ganze Portemonnaie, dieser Kartenhalter. Die Nähte sind extrem gut verarbeitet. Es macht einen sehr massiven Eindruck, einen robusten Eindruck. Das Fach hier oben ist natürlich etwas durch die ganzen Karten schwer zugänglich. Man sieht, ich muss die Karten also wirklich verbiegen. Jetzt brauchen wir gerade einen Geldschein. Da sind wir schon beim nächsten Wallet. Es eignet sich wirklich dazu, um mal einen Geldschein zu verstauen. Na, man kann ja auch ordentlicher verstauen, wenn man sich die Zeit dazu nimmt. Es geht, ja. Man kann jetzt also Banknoten schon mit sich herumtragen. Es werden nicht so viele sein, weil sonst fängt diese Auseinanderbiegerei wieder an. Münzgeld würde ich in dieses Fach nicht reinstecken, weil logischerweise dann muss man die Karten extrem verbiegen, um es wieder rauszubekommen. Das macht jetzt an der Kasse beim Bezahlen nicht den Sinn. Was man natürlich auch hier reinstecken kann, wenn man jetzt nur Kartenzahler ist. Mein Einkaufszettel oder eine Quittung nach dem Einkauf, das geht mit Sicherheit auch. Ja, der eine oder andere wird vielleicht hingehen und das Geld dann hier zu den Karten irgendwie sollte machbar sein.
einfach mal. Ist wie gesagt alles eine Sache des Willens, des Goodwills bei Minimalist Wallets. Ja, ist es ja immer irgendwo eine Lösung, wo stecke ich was hin? Ja, also, wenn man jetzt zum Beispiel das Automatic Wallet nimmt mit dem flexiblen Band außenrum, dann wird das Geld eben außen rein gesteckt. Ja, ist alles eine Sache der Ideen als reiner Kartenhalter. Auch für den alten großen Ausweis ist es eine tolle Sache. Wie gesagt, was mich hier wirklich extrem erstaunt, das ist die Menge des Stauraums, ohne dass dieses Wallet ein Volumen annimmt, mit dem man überhaupt nicht mehr klarkommt. Ja, das wäre das Ubuntu von dem Hersteller oder Vertreiber Ulama. Links findet ihr nachher übrigens auch in der Beschreibung zu genau diesen Wallets. Hierfür habe ich bezahlt 5,46 Euro. Muss mal gerade noch schauen. 5,46 Euro, das ist ohne Versand, genau. Mit Versand 6,76 Euro. So, 6,76 Euro. Schaut euch mal das Finish an. Ja. Lasst euch einfach mal auf der Zunge zergehen. Es sieht sehr edel aus. Also ich glaube, das ist etwas, womit man sich nicht schämen muss. Ja, die Nähte sitzen sauber. Und es macht für mich den Eindruck, als könne ich es über mehrere lange Jahre benutzen, ohne dass es ausreißt oder dass die Nähte sich auflösen. Ich denke, das ist ein Geld wert. So, weiter geht's mit diesem schönen Teil. Der eine oder andere von euch weiß schon, was es ist, weil es wurde ursprünglich mal unter einem anderen Namen vertrieben oder ich weiß nicht, ob der Name geschützt ist. Ja, es hat was mit Magie zu tun, weil wenn man einen Geldschein reinlegt und das Teil wieder aufklappt, simsalabim hat der Geldschein seinen Platz. Da oder da. Das gleiche passiert mit Karten, mit Quittungen. Hat den einfachen Grund, das Ganze hat mit einem über Kreuz vernähten, asymmetrisch genähten Gummi zu tun, den man einfach nur spiegelverkehrt aufklappt und alles, was man in die Mitte reinlegt, wird logischerweise durch den Umkehreffekt in eines der Gummis ganz langsam, ja, man sieht's, hineingezogen. Zack. Ja, und wenn es einmal unter den Gummis ist, rutscht es auch nicht mehr raus. Also es ist eine praktische Sache. Ich hatte hier also wirklich Bonuskarten etc. Geldscheine und drin. Von dem Kartenvolumen her ist es das mit dem geringsten Fassungsvermögen. Also hier passen vier Karten rein. Das reicht für Ausweis, Führerschein, Kreditkarte, Kontokarte, egal, ne? Gut, man kann natürlich auch die Karten an sich ziehen sich natürlich nicht so sauber durch die Gummis, logischerweise, weil Karten ja steif sind. Man kann es auch mal gerade. Ich will es jetzt nicht zerstören, aber da sieht man eben die Grenzen. Man kriegt es nicht aufgeklappt. Ja, mal von oben. Ups, da fällt die Karte raus. Augenblick. Da mal rein. So. Da, wo jetzt das Gummi versucht, die Karte wegzuziehen, was mit dem Geldschein ganz locker klappt, klappt hier natürlich nicht. Da würden im Zweifelsfall die Gummis reißen. Aber wenn man einmal das Geld drin hat, kann man auch sagen, okay, ich stecke jetzt meine Karte mal hier drunter, weil die fällt also auch nicht raus. Und auch die Karte festhalten, so. Also auch mit Schütteln ist da einfach nicht zu machen. Die verliert man nicht. Jo,
Also Fassungsvermögen kann man, wie gesagt, über diese Gummis erweitern, was natürlich bei Gummi immer der Effekt ist. Irgendwann, wenn man es zu viel bestückt, es leiert aus. Ja, wenn man über Wochen da 10 Karten drin hat, dann werden diese Gummibänder wahrscheinlich auch keinen einzelnen Geldschein mehr festhalten. Ja, ist eine Sache der Logik, nicht unbedingt ein Vor- oder Nachteil. Zum Material, zur Verarbeitung, muss ich sagen, es war eigentlich das günstigste, was ich mir jemals gekauft habe. Ohne Versand kostet dieses schöne Teil 2,91 Euro von dem Hersteller oder Vertreiber Zuba. Link findet ihr auch in der Beschreibung. Ja, wie gesagt, also wer sich das hier jetzt mal anschaut, ja, diese Oberfläche, die ist jetzt ein bisschen durch meinen Gebrauch schon zerkratzt. Das ist so die klassische Oberfläche von dem, von den Turnschuhen der 80er Jahre. Diese Kappen, die ihr vorne an den Turnschuhen hattet, dieser Zehenschutz. Ne? Das ist das klassische PU-Leder. Ja, also so schön in Wildlederoptik gehalten. Ist sehr, sehr robust. Und außen eben diese edle, glatte Oberfläche, auch mit einer ganz leichten Narbung. Also, ich kann nur sagen, für so wenig Geld, mit Versand hat es gekostet 3,90 Euro, also 99 Cent, um von China hierher zu schippern. Das ist nur wirklich kein Preis, wo man sagen kann, selbst wenn es mich jetzt nach einem halben Jahr im Stich lässt und die Gummibänder ausleiern oder eine Naht aufgehen sollte, wobei diese Nähte, schaut euch die Nähte an. Also, da könnt ihr auch für wesentlich mehr Geld eine Ware bestellen. Das sieht für mich extrem langlebig aus. Ich würde jetzt keinen Tobsuchtsanfall bekommen, wenn es nach einem halben Jahr, wie gesagt, kaputt gehen würde, weil mit Versand 3,90 Euro für so ein tolles Teil. Und es ist wirklich, ist es praktisch. Ja? Also man versenkt es einfach in der Hemdtasche und es ist weg. Man kann es in die Fronttasche stecken, man kann es in die Gesäßtasche stecken. Es ist ein absolutes Slim Wallet. Komplett bestückt kam ich hier auf 1,5 Zentimeter. Und das ist der Inbegriff, wo ich sage, okay, das ist slim. Ja, man kann es eben überall hineinschieben. Es hat keine großen Ausmaße. Es ist kaum größer als eine Scheckkarte. So what? Also ganz tolles Teil für den Preis. Sehr zu empfehlen. Ja, zu guter Letzt kommen wir zum. No, 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 da ist es. Das hat eigentlich gar keinen eigenen Namen, oder? Doch, hier drin steht was. Okay, das dürft ihr selbst lesen, das lese ich euch nicht vor. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Der Verkäufer nennt sich Merz Gerste. Das ist kein Witz. Merz Gerste. Gut, der Name ist eine Sache, das Teil hier ist eine andere Sache. Es hat von mir bei den Bewertungen auf Amazon die schlechteste Bewertung bekommen. Aus einem einfachen Grund. Das hier ist tipptopp edel verarbeitet, ohne jeden Mängel. Das gleiche mit diesem hier. Bei dem Exemplar waren bereits Kratzer in dieser Folie, die ja für eine ID-Karte ist. Wie man sieht, die Nähte sind nicht so ganz hundertprozentig verarbeitet. Und ein weiterer Nachteil, wie man sieht, hier diese Geldklammer, die ich übrigens sehr genial finde. Die hat etwas Spiel, deswegen normalerweise kann man sie bei jedem dieser Modelle rausziehen, aber eben nicht gerade so leicht. Wenn man sie bedient, hat man flott mal so ein bisschen dieses Gelatschere, Geleiere. Was aber nichts dazu tut, dass genau dieses Wallet für mich das absolute Nonplusultra ist. Also ich war ja die ganze Zeit auf der Suche nach etwas, wo ich sage, okay, das ist perfekt. Das ist für mich das Alltagswallet, was ich brauche. Ich bekomme alles rein,
was benötigt wird. Und es ist trotzdem nicht groß, nicht dick. Also hier kommen wir auch bei einer Bestückung auf gut 2 Zentimeter. Ne? Fronttaschen geeignet, Hemdtaschen geeignet, ohne runterzuziehen, logischerweise, weil kein Ballast drin ist. Natürlich Gesäßtaschen geeignet, wobei die wenigsten, die ich noch kenne, tragen ihre Wallets in der Gesäßtasche, weil man hört ja immer wieder, ja, wenn du im Gedränge bist, ne, irgendwann merkst du ein leichtes Kribbeln an der Pobacke und das Geld ist weg. Ja, das soll natürlich nicht passieren. Deswegen ja auch dieser Trend hin zu schmaleren, kleineren, eleganteren Wallets. Also vom Finish her ist es ganz, ganz edel. Man sieht auch hier schon diese Außentasche, wo ich nicht gerade wenig drin habe. Ja, also hier sind meine ganzen Bonus, Hefte, Karten, tralala drin, Quittungen. Ja, dann haben wir natürlich erhaben auf der Rückseite diese Rolle, wo die Halterung für den Geldclip drin ist. Eine, wie ich finde, doch stabile Lasche. Und vor allem diese Druckknöpfe sind wirklich gut verarbeitet. Ja, man hat ja manchmal bei diesen ja doch relativ teureren Geldbeuteln das Problem, man macht zweimal auf und hier reißt es direkt ein und dann ist der Druckknopf auch schon hinüber. Also ich glaube, das passiert mir hier bei dem Teil nicht. Die Innenseite ist in Grau gehalten und auch wieder mit diesem, finde ich, in Wildlederoptik. Ja. Ein doch sehr schönes, finde ich, wie ich finde, und dieses Gefühl. Es fühlt sich sehr, 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 sehr weich an und ist natürlich auch entsprechend dehnbar für die Karten. Ja, in der Mitte die Geldklammer, die natürlich praktisch ist, um das Scheingeld festzuhalten. Zum Bestücken aufklappen, im Laden einfach rausziehen, bezahlen. Ganz einfache Sache, bin ich begeistert von. Dann haben wir hier das Sichtfach für eine ID-Karte, Fahrkarte, wenn man mit Bahn oder Bus fährt, wie auch immer. Dahinter auch nochmal Platz für mindestens eine Karte. Also man kann hier auch locker eine zweite dazu stecken, ohne dass sich in der Dicke wesentlich was verändert. Und man bekommt auch die, die man braucht, ganz locker raus. Das gleiche auf der anderen Seite. Aber hier auf der Seite eben zwei einzelne Kreditkartenfächer. Ja, und das ist mein persönlicher Favorit, weil ich habe es also tatsächlich mit 2, 3, mit 6 Karten bestücke ich dieses Wallet. Bin ich gerade am Schauen. Mir fehlt eine Karte. Nee, Quatsch. Hier sind 2 drin, so. Genau, so mach ich das. Ne? Also hier sind meine Bonuskarten drin in Kreditkartenform. Hier habe ich meistens die Bankkarte drin. Krankenkassenkarte, Führerschein. Ja, Ausweis. Außen eben dieser Papierkram, der jetzt nicht unbedingt bei diesen. Gut, hier hatte ich auch drin, aber also das muss ich noch testen. Vielleicht kriege ich es hier auch hin, eventuell in eins von den großen Fächern, diesen ganzen Papierklimbim unterzubringen. Wobei, da frage ich mich, klappt das dann auch mit dem Herausnehmen? Wobei auch dieses Leder ist jetzt noch nicht im Fest, klar. Ja, also das Teil war eben noch nicht im Außeneinsatz, kommt frisch aus der Verpackung mehr oder weniger, aber man sieht schon. Ja, also mit der Zeit wird auch hier das Leder nachgeben, ohne Schaden zu nehmen. Ja, das ist also, hat so ein bisschen durch diese PU-Beschichtung natürlich auch so ein bisschen Stretch-Effekt. Zieht sich mit der Zeit aber dann auch wieder bei. Wobei, das sind ja Teile, die wollen ja benutzt werden, die müssen ja irgendwann auch mal gebraucht aussehen. Ja, das hier hat mich gekostet 5,99 €. Wie gesagt, durch den Vertrieb Merz Gerste. Versandkosten wurden keine erhoben. Und Leute,
5,99 €. Da macht man nichts verkehrt. Vor allem nicht, wenn man so eine Qualität bekommt. Bei allen dreien. Jo, was bleibt noch dazu zu sagen? Also Links zu den Produkten stelle ich euch unten ein. Ja, ich glaube, wenn ich das hier getestet habe, muss ich nicht nochmal ein extra Video darüber drehen. Ich denke, das ist genauso eine gute Qualität wie die anderen Wallets auch. Ist immer eine Sache, was erwarte ich, was brauche ich unterwegs, wie viele Karten nehme ich mit. Manche sagen, okay, ich brauche 12 Karten, die brauche ich ganz lebenswichtig. Da sind natürlich diese Slim Wallets für euch eher nicht gedacht. Aber dieser ganze Minimalismus, es gibt auch Leute, die sagen, nein, ich will mein Kleingeld unbedingt bei mir in der Geldbörse, wo ich auch meine Scheine, meine Karten, alles drin habe. Und da sage ich, nee, weil wenn ich nur mal ganz kurz zum Bäcker um die Ecke gehe, brauche ich nicht meine wirklich wertvollen Sachen mitzunehmen, beziehungsweise im Laden auszupacken. Dann nehme ich mein kleines Geldsäckchen, habe das Kleingeld, um mir Brot, Brötchen, Tralala zu kaufen. Und ja, es ist eben eine Sache auch der Sicherheit. Ja? Wenn mir jemand mein Geldsäckchen aus der Hand greift und wegläuft, hat er maximal 10 € erbeutet. Wenn mir jemand sowas hier aus der Hand reißen würde, hätte er natürlich meine Banknoten erbeutet. Vor allem aber auch meine Karten, Ausweis, Führerschein und die Sachen dann eben nochmal neu zu ordern. Das kostet Geld und Mühe. Jo, an dieser Stelle bedanke ich mich für euer Interesse und wenn es was Neues gibt, hört ihr wieder von mir. Ansonsten könnt ihr gerne liken, subscriben. Ja. Jo. Ansonsten kauft euch eure Wallets und werdet glücklich. Bis dann. Bye.